Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark mit der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz. Heute machen wir Dippekuchen, auch Dippedotz, Dulkes oder Schalett genannt. Viele Namen hat dieses Gericht, aber der wichtigste Bestandteil sind Kartoffeln. Der Dippekuchen hat deshalb so viele Namen, weil er nämlich nicht nur im hessischen Raum beheimatet ist, wie zum Beispiel im Westerwald oder im Nordhessen, sondern auch im Rheinland und weiter gen Norden. Der Dippekuchen ist ein typisches Wintergericht. Der sollte ordentlich satt machen und wärmen und vor allem war er gut vorzubereiten. Jetzt aber erst einmal die Zutaten. Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Mettwurst, Dörrfleisch oder Speck und Öl. Und dazu habe ich aus meiner eigenen Speisekammer Quitten-Apfelmus. Etwas ganz Besonderes, was hervorragend dazu schmeckt. Und bevor es an die Zubereitung geht, nochmal schnell den Winterofen angeheizt. Und jetzt geht's an die Zubereitung. Zunächst einmal schälen wir die Kartoffeln und zerreiben sie auf einer Küchenreibe. Nun die Zwiebeln gepellt und ebenso zerrieben. Dort hinein in das Gemisch geben wir nun die Eier und vermengen das Ganze gut miteinander. Salz und Pfeffer dazu nach Belieben, die Mettwürstchen klein zerrupfen und unter die Kartoffelzwiebelmasse geben. Das Kartoffelgemisch nun in ein Sieb geben, damit es abtropfen kann. Sie können aber die Kartoffeln nach dem Reiben auch direkt ins Sieb geben und schummern ab sein. Nun in einem Bräter das Öl heiß werden lassen, gut erhitzen und die Kartoffelzwiebelmasse hineingeben. Alles oben schön flach drücken und ab damit in den Ofen. Solch ein Wintergericht braucht Zeit. Unser Dippekuchen bleibt jetzt bei geschlossenem Deckel ungefähr 30 bis 45 Minuten im Ofen. Danach nehmen wir ihn heraus und schneiden ganz dünne Scheiben von unserem Speck. Der wird oben aufgelegt und nun bei geöffnetem Deckel wiederum in den Ofen geschoben. Dort braucht er noch einmal 45 Minuten und dann ist er fertig. Schön knusprig und braun. Wenn es draußen bitter kalt ist und der Schnee unter den Schuhen knirscht, dann erwärmt in der Stube solch ein Wintergericht einem wirklich das Herz. Probieren Sie es doch einmal aus. Sie können Apfelmus dazu reichen oder den auf gleiche Weise gezauberten Quittenmus. Die Zutaten für den Dippekuchen: 2 Kilo geriebene Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 2 Eier, 3 weiche Mettwürste, 9 bis 10 Esslöffel Pflanzenöl oder Butterschmalz, 100 Gramm Speck oder Dörrfleisch, Salz und Pfeffer. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall einen guten Appetit. Mit Rezepten aus dem Freilichtmuseum Hessenpark und der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz.